Freunde, heute werde ich zusammen mit Joy, Leonard, Julien und Maurice Köln unsicher machen. Digga, fährt ihr rein? Oh, was geht jetzt ab? Ich hab zu tun. Also auf jeden Fall gefährlicher Eingriff schon. Also ist eine Straftat. Junge, warum hast du dein Motorrad hier reingeschoben? Bist du komplett behindert? Das ist wirklich der Beweis dafür, dass Mobbing etwas bringt. Oh mein Gott! Hallo, meine Kinder. Willkommen zu einem weiteren Video mit Maurice, Olli, Leonard und Julien. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Leonardo, Tornado, hast du dein Motorrad wieder? Ja. Ich habe gerade wirklich zittrige Hände. Ich bin gerade nach Holland gefahren. Und was sehe ich? Einfach die Polizei steht hier und hat einen Bus angehalten mit Kölner Kennzeichen, der geklaut wurde. Und mein Bike ist wahrscheinlich da drin. Apple AirTag. Ja, das ist es. Maurice. Das macht mich ein bisschen geil. Dass es miteinander verbunden ist. Wie siamesische Zwillinge. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Hier ist alles super. Hier ist alles super. Hast du es gerade abgerissen? Digga, das hier ist was ganz Besonderes. Das kannst du irgendwann deinen Kindern geben und sagen, Kinder, das hier hat euer Papa selber geschliffen. Und dann zeigst du denen Fotos, wie du wie ein kranker Bastard den Asphalt aufreißt. Ich habe noch mein erstes geschliffenes Stück Heck. It's me. Stück Scheiße. Oh mein Gott, wie geil war der bitte? Raucher in der Freundesgruppe, die muss man mobben, damit sie aufhören. Und wir können ja gerade mal applaudieren, Julien ist wirklich rauchfrei. Julien, wir sind stolz auf dich. Das ist wirklich der Beweis dafür, dass Mobbing etwas bringt. Also, einmal die Rechtfertigung für seine Vergangenheit in der Grundschule. Mobbing bringt was. Deswegen habe ich auch die Kinder immer in der Schule gemobbt. Maurice, 2023. Wir sagen bei uns im Dorf immer, Gewalt ist keine Lösung. Twerk mal ein bisschen, Olli. Baby Girl, mach dich nackt. Körperkontakt. Show me what you got. Oh, what the fuck. Heute ist David horny. Müssen wir aufpassen. Ich pulle ab und ich weiß, du gibst safe Kopf. Ey, Olli, eine Rampe. Wer springt? Oh mein Gott, das wäre so krass. Alarm für Cobra, ich springe. Digga, wenn du das machst, wäre so krank. Ich wäre komplett dagegen gecrashed. Nein, du hättest es geschafft, du wärst über den Transporter gesprungen. Ja, musst du schnell genug sein, dann wärst du durch den Transporter gesprungen. Guck mal hier, so ein Elektromüll. Elektromüll. Oh, der arme Besitzer, wenn er das Video sieht. Maurice so, oh, guck mal hier. Und dann denkt er sich so, jetzt kommt gleich ein Kompliment. Und dann Elektromüll. Was machen wir jetzt? Wo machen wir jetzt eigentlich hin? Lass mal einen Kaffee trinken. Ich bin dafür, dass Olli jetzt auf der Domplatte abheben muss. Junge, der Taxifahrer fährt mir gleich rein hier. Guck mal. Krank, oder? Der fährt mir gleich rein, Alter. Was ist denn los mit dir, Bruder? Fahr. Digga, Road Rage. Was geht jetzt? Zeig nicht mit dem Finger auf mich, Digga. Ich hab's auf Kamera. Digga. Guck mal! Fährt ihr rein! Junge! Oma, was geht jetzt ab? Jetzt! Fahr mir doch nicht so dicht auf! Ich hab zu tun! Fahr jetzt weg! Ja, fahr mir nicht so dicht auf, Mann! Mach mal keinen Stress, so Otto! Was für ein Affe, Alter! Der ist ja reingefahren! Ja, der ist mal einfach in die Karre gefahren! Vor uns waren doch auch Autos! Ja, eben! So ein dummer Spasti, Alter! Der ist mir einfach in mein Moped gefahren! Dann steigt er noch aus seinem Auto aus, als hätten wir was falsch gemacht! Was war denn sein Problem? Wir sind doch ganz normal da lang! Wir haben nicht mal unnötig angehalten! Ich muss arbeiten! Ja, hey, dann fahr doch einfach ganz normal, du Idiot! Also einfach unnötig! Zeig mir den Finger auf dich! Das lernst du als Kind, dass du das nicht machst! Mit dem Finger auf eins zeigen! Ist fucking respektlos. Und dann fährt er mir rein und steigt aus, Alter. Was ist ein scheiß Problem? Ich frag mal die Polizei, was man am besten macht in so einem Fall. Ich habe eine kurze Frage. Was macht man da am besten in der Situation? Da würde ich jetzt vorschlagen. Sie gehen zur Polizei Köln hier. Sprechen da mal vor. Und dann könnte das... Er hat keine Schädigung, also Nötigung im Straßenverkehr. Also auf jeden Fall gefährlicher Eingriff schon. Also ist eine Straftat. Ja. Wenn es wie Probleme gibt oder die nicht können, dann kommen sie nochmal zu uns. Habt ihr gehört? Eine Nötigung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Verlierst du dafür deinen Führerschein dafür, safe. Verpiss dich, du... Hey, da lag ein Motorradkennzeichen. Echt jetzt? Ja, wirklich. Hey, dann lass doch mal umdrehen und das holen. Das hat jemand verloren. Tatsache, ist sogar noch angemeldet. Junge, weißt du, wie der sich freut, der Motorradfahrer? Ja, der muss das uns als gestohlen melden und alles neu machen. Ich finde das voll geil, wenn sowas passiert. Das fühlt sich immer an, als hätte man so eine Mission. Vielleicht kommt ja jetzt hier ein Motorrad lang, welches kein Kennzeichen hat. Vielleicht der? Der hat eins dran. Lass mal jetzt lieber die Polizei suchen. Heute ist Gegenteiltag. Olli will sein Kennzeichen auch verlieren. Und sein Führerschein, das sehe ich doch. Und sein Bike. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Hey, hey. Dollar is what I need. Ach, soll ich den Aschenwölfe? Hey, ich bin der David, hallo. Ah, nee, krass. Ich kenne dich. Habt ihr zufällig einen Motorradfahrer gesehen ohne Kennzeichen? Nee. Lieben wir. Da ist Polizei. Aber komm mal dahin. Ja, wir müssen jetzt hier einmal reinfahren. So, schnell, komm, Maurice. Illegales Stadtrennen. Wir verfolgen die Polizei. Hallo, wir haben ein Kennzeichen gefunden. Wir müssen Kollegen gerade abholen. Könnt ihr das drin abgeben? Ja, klar. Kennst du diese Mugshots? Warte, ich will 50 Cent tanken bei dir, okay, David? Warum? Gönnst du mir diese 50 Cent? Warum willst du 50 Cent tanken? Ja, einfach so, weil du nett bist. Du musst mir schon rechtfertigen. Bist du nett?
Das denn? Er gibt mir keine 50 Cent. Dann nicht, Gönner. David, ich habe das Ständerproblem. Junge, warum hast du dein Motorrad hier reingeschoben? Bist du komplett behindert? Ich habe Angst, dass das geklaut wird. Du kannst doch nicht mit dem Motorrad in die Tankstelle rein. Ich muss hier raus. Entschuldigung, kann ich einmal... Danke. Du hast so einen kompletten Dachschaden, Digga. Wie in GTA gespawnt. Schrubb mal meinen Arsch, David. Schrubb ihn jetzt. Boah, der ist richtig dreckig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wheelie. Ja, Wheelie, okay. Ich fang Wheelie. Er macht einen Wheelie. Ja, der war gut, der war gut. Maximum Seats, Bastard. Guck mal, der Sticker unten links. Macher. Was hat er da auf dem Dach, wenn er stecken bleibt im Sand? Das auf dem Dach, ist das, wenn du im Sand stecken bleibst? Wie oft hast du das schon benutzt? Ich find's irgendwie geil, wie das so dreht. Ja, ist geil, ne? Ist wie eine Waschmaschine. Die hat man auch immer beobachtet, als man klein war, weißt du? Ich hab mir immer vorgestellt, wie es ist, wenn man da drin ist. Bei dir würde mich nicht wundern, wenn du als Kleinkind mal in so einem Ding drin lagst. Jetzt auf einmal. Als Säugling, wenn er unartig war, wurde er in die Waschmaschine geknallt. Schleudergang. Hallo Joy, du bist jetzt auch dabei? Ich bin Joy und ich bin auch dabei. Joy? Du bist heute ungeschminkt, das dürfen die Leute doch nicht sehen. Aua. Oder bist du nicht so eine? Setz mal ab die Brille. Also das geht auch ohne Schminke. Olli hat mich vorhin gefragt, ob ich krank bin. Das ist gemein. Hey, ich habe wirklich gefragt, was los? Also Joy, es geht wirklich klar. Ich will dir jetzt nicht so viel Komplimente machen, weil ihr zwei seid so wie Brötchen mit Nutella. Oder ohne? Ohne? Was? Nicht? Sie weiß genau, was sie will, Satisfaction. Weißt du, wie das aussieht? Wie als würde ein Papa gerade seine kleine Tochter von der Schule abholen. Joy, hat dich Papa von der Schule abgeholt? Ja. Wie war der Unterricht heute? Gut, wir haben heute 2 plus 2 gelernt. 2 plus 2, was ist das? Paras geschoben. Da vorne ist eine Rampe. Boah, Digga, ist das so krass. Boah, die hätte ich gesprungen. Mit Joy drauf. Oben drüber. Kennt ihr den Film Nur noch 60 Sekunden von Nicolas Cage? Klar. Der springt doch am Ende auch mit der Eleanor über den Abschlepper, über der Brücke. Ja, das ist ein Hollywood-Film, Bro. Das hier ist real life. David, möchtest du mal hier vor dem Netto mit deiner 1290 einen Soundcheck machen? Oh mein Gott! Jetzt lebe ich einen da weniger. Wir sprechen uns nochmal Ende Oktober, wenn die Karre eingefahren ist. Ich verspreche es dir, ich werde dir dein Gehör sowas von wegscheppern. Ich will einmal wissen, was hier gerade passiert. Joy hat erst Olli in den Bauch geboxt, dann mir schon wieder. Und jetzt? Ich saß nur am Motorrad, die sind am Fangen um mich drumherum gespielt. Ich war nur auf Instagram. Ja, Joy ist bereit und du hast Angst. Julien, Julien. Ich komme mir vor wie auf dem Hauptschulhof. Naja, das kommt davon. Oh, Junge. Junge. Ich hab recht fast einen Unfall gebaut. Jetzt sind wir beim Thai Gourmet, unserem Stammrestaurant hier in Köln. Ich nehme immer die Nummer 10, aber ohne Minze. Da sind unsere Motorräder geparkt. Gott, sieht das schön aus. Was hast du dir bestellt? Thai Erdnuss. Wer hat das bestellt? Daddy. Wer ist Daddy? Man sucht sich sein Schicksal nicht aus. Macher.